Ja, wir sind dann gleich hier im Lager und wo ist meine Armbrust? Toll, wenn meine Armbrust hier nicht durchkommt. Das geht doch gar nicht, oder? Da ist er endlich. Boah, meine Güte, da ist noch ein Wilderer. Okay, die Wilderer sind durch, oder? Ich glaube, die lassen uns in Ruhe, ne? Aber ich glaube, wir haben ein Problem mit den eigenen Katzen. Ja, ich weiß nicht, ob die noch leben. Okay, da sieht es so aus, als ob da noch ein bisschen Energie in dem einen drin ist. Und dieses Kätzchen sind zwei. Ja, weiß nicht, ob die überleben. Keine Ahnung. War ein schneller Angriff, ne? Vielleicht war das hier kein guter Punkt zum Respawn. Vielleicht haben wir jedes Mal das Theater mit denen. Das wäre nicht so doll. Aber vielleicht lag es auch nur daran, dass der Kollege hier war. Der Große da hinten. Weiß ich natürlich nicht. Das wäre nicht so gut. Hier war auch ein Riesen. Aha, da sind noch mehr Wilderer. Und da geht's auch schon rund, oder? Tja. Sollen wir da mitmachen, oder? Ja, geh mal weg, hier, Großer. Wenn du schon nicht angreifst. Der ist auch down. Sind alle down, oder? Jetzt können wir sammeln gehen. Ja, du bist jetzt leider im Weg. Ja, schauen wir mal im Lager nach, was hier los ist, oder? Hier haben wir noch ein paar, den wir befreien können. Kenne ich den schon? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kriegen wir den dann. Futtler? Nee, ich glaube, den haben wir noch nicht gekriegt. Der wetzt die ganze Zeit seine. Da ist ein Turm. Seine Klauen, oder wie man es nennen will. Ist hier noch irgendwo einer? Nee, ne? Ne. Diese Basis ist dann wohl leer geräumt. Wir haben jetzt hier nur den Käfig leer machen können. Hier ist eine Treppe, da ist ein Turm. Warte mal, gibt es dann hier auch einen Punkt zum Freischalten? Den haben wir wohl schon, wenn freigeschaltet, ne? Hier ist der Turm. Ach, das ist der Turm, den wir schon gemacht haben. Ach so, okay, ich dachte, das wäre ein anderer. Hier, das sind auch noch Gegner, der King Paka und Shilett und da drüben haben wir noch irgendeinen Azurobe. Das sind alles Endgegner irgendwie wohl, ne? So, schauen wir, gehen wir mal zurück und gucken, was wir weitermachen können jetzt mit dem neuen Pfahl, den wir da gerade haben. Ist hier unser Lager runter oder war es links runter? Oh, was ist das? Das sieht nach einem Dungeon oder sowas aus. Okay. Schauen wir mal. Da ist dunkel, ne? Warte mal, ich habe keine Fackel, glaube ich, in der Hand, ne? Kann man da was machen? Höhle der sanften Hügel verschwindet in 112 Minuten.
Boss 13. Wie ist mit uns? Vielleicht sollten wir erst Sachen wegbringen und dann reingehen. Macht vielleicht Sinn. Wo ist denn unser Zuhause? Keine Ahnung. Ich glaube rechts rum dann, ne? Ich weiß aber nicht, was uns da unten erwartet. Keine Ahnung. Ich glaube, hier rechts lang müssen wir, oder? Ich will's hoffen. Das war es wohl wieder auch nicht, ne? Wo ist denn unser zweites Lager? Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Wir sind doch schon wieder vorbeigelaufen irgendwie. Mann. Ich glaube jetzt hier rechts runter dann, ne? Jetzt haben wir gerade was gegessen. Da unten am Wasser ist unser Lager, ne? So, mal kurz in die Kiste geschaut. Das Leder kann da auf jeden Fall rein. Ja, ich glaube, wir können auch zusehen, dass wir noch eine Kiste bauen, weil eine wird uns nicht reichen, ne? Das kann da rein. Die Palsphäre nehmen wir mit. Die Münzen können hier noch rein. Was sind wir hier? Medizin, wundersame Medizin bei Leiden wie Magengeschwür oder Knochenbruch, Hilfe lassen sich damit nicht wiederherstellen. Okay, das Brot, weiß nicht, ob er das von alleine gegessen hat gerade. Bärensamen. Ich glaube, wir bauen mal schnell noch eine zweite Kiste. War klar, dass wir die andersrum hätten machen müssen. Holz fehlt. Also lass uns hier die Kiste bauen. Was ist mit denen hier? Sind die kaputt? Ein paar günstige Päuschen, okay, aber was ist mit den beiden? Okay, die regenerieren sich wahrscheinlich auch. Wird schon passend sein. So, den Rest machen wir jetzt hier rein. Die Palseele bleibt auch hier. Ja, das ist vielleicht in der anderen Kiste nochmal. Das hatten wir hier und das hatten wir auch hier. Was mir jetzt noch fehlt, ist diese eine Werkbank. Die würde ich jetzt gerne auch noch bauen, weil da konnten wir ja noch so zusätzliche Sachen machen, ne? Warte mal, erstmal, das ist die primitive Reparaturbank. Ne, das brauche ich jetzt nicht. Ausrüstungswerkbank, die meine ich. Da fehlt uns Stoff. Stoff konnten wir hier an einer einfachen Bank bauen. Okay, das heißt, wir müssen die hier irgendwo hinstellen und dann die einfache Bank bauen. Kann man hier auf den Stein die bauen? Das wäre ja cool. Ja, das machen wir doch mal. Baut die einer? Ja. Ich helfe mal mit, damit es schneller geht, ne? Weil da würde ich jetzt gerne Stoff bauen. Wir haben nicht genug Wolle dafür. Na super. Ja, wir müssten auch so einen Stall bauen, ne? Da ist der Stein, den will ich jetzt nicht aufheben. Kriegen wir einen Stall gebaut? Holz und Fasern. Aber naja, das ist nicht schwer. Mit Fasern können wir hier umgehen. Und wenn wir die Bäume haben, haben wir wahrscheinlich auch die Fasern, oder? Mal aufpassen, dass wir nicht jetzt gleich wieder zu voll sind. Ja, da ist es schon soweit. Na komm, jetzt bauen wir den Baum noch ab. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt reicht's aber. Kriegen wir das hier irgendwo hin in den Stall? Hier gefällt's mir. Und jetzt müssen wir da einen reinsetzen oder kommen die von alleine dann? Nee, ne? Aber warte, das kann ich an der Palbank dann entscheiden, oder? Oder wie war das? Warte mal, wir haben da unten auch noch Punkte. Die wollen wir vielleicht auch mal auf.
leveln. Ein Punkt aber nur. Gewicht ist nur noch 300. Irgendwie sind da 50 abhanden gekommen. Keine Ahnung warum. Ausdauer 170. Oder Gewicht besser. Ah, das wären die 50, ne? Besser tragen oder besser Ausdauer? Ah, machen wir so. Und dann können wir nochmal im Technologiebaum gucken. Da haben wir 10 Punkte. Und wir haben auch hier 4 Punkte. Das heißt, wir können auch hier rechts was machen. Diesen Brutkasten, den können wir definitiv jetzt mal bauen, ne? Oder beziehungsweise bauen ja noch nicht, aber hier rauswählen. Mittlerer Futterbeutel, ein kleiner Beutel, in dem man Futter mitnehmen kann. Schaltet bis zu einem Ausdauerfütterungsslot frei. Bei Hunger wird das im Slot ausgerüstet, Essen automatisch verbraucht. Den haben wir aber doch schon gebaut, oder? Oder ist das was anderes? Und hier haben wir Enterhakenpistole. Aber da müssen wir wahrscheinlich erst den bauen. Und was kostet der uns? Kann ich das auch irgendwo sehen? Oder muss ich erst... Ne, den habe ich ja, ne? Wie kann ich den denn jetzt bitte schön auswählen? Oder wo sehe ich, was ich da... Ach, musste ich das haben? Ne, nicht wirklich. Keine Ahnung, wie das jetzt wieder geht. Ich habe doch noch 3 Punkte. Oh Mann. Aber die 10 Punkte haben wir auch noch. Giftbogen, Giftpfeil, Sand, Federharnisch, Holztor. Vielleicht soll man hier mal mit dem Holztor was machen. Fleischerball, Eiktür, Tropfpflanzenwert, Übergangsdummi, Wandfackel. Aufbahrung, antike Schaukäfig, Holzschutzwand. Die nehmen wir auch noch. Und die Eisentruhe, damit mal was mehr in so eine Truhe geht. So, jetzt haben wir noch 5 Punkte. Megaschild, weiß ich nicht, Gipfel, Armbrust, Kochtopf, der ist auch noch Pflicht. Und dann Feuerheizung. Pinguin Panzerfaust, krass. Haben wir dieses Geschirr für diese Viecher? Eiktürsattel. Halsband. Dream. Dead Dream Halsband. Ich glaube, das müssen wir machen, weil dann kann man wohl mehrere mitnehmen, die gleichzeitig kämpfen. Jetzt ist die Frage: Ist das Wollknäuel da schon drin? Ja, und da ist auch schon die erste Wolle. Voll cool. Wir brauchten 2, oder? Wie war das? Sehr schön. Er baut da schon ab, das ist auch gut. Er sieht, wie viel Essen haben wir? 33, das ist schon gerettet, alles klar. So, das bedeutet Lagerverbesserung, können wir mal gerade reingucken. Den Kochtopf können wir beheizen, Feld und Baumüll. Wir können das alles bauen, dann würden wir ableveln können. Aussaat läuft. Oh, im Wasser läuft einer rum. Und wir hatten jetzt hier die Mauer. Die sollten wir vielleicht mal hier bauen. Foxpark, okay. Ist nur die Frage, ob die uns immer hier wieder so nett begegnen, ne? Wenn wir neu starten. Das wäre dann krass, ne? So. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen schauen. Was wollten wir bauen? Wir wollten mir fehlen die Stoffe. Die Stoffe gehen auf der einfachen Bank und die war da unten. 2 Wolle brauchen wir für einen Stoff, aber wir brauchen 2 Stoffe, kann das sein? Wahrscheinlich, warte mal, das war. Ja, 2 Stoffe, das heißt, wir brauchen jetzt noch 2 Wolle. Vielleicht liegen da oben ja schon 2 Wolle. Machen wir schnell fertig, ihr beiden. Wunderbar, nehmen. Und jetzt können wir die zweite Kiste bauen. Die baue ich doch gleich hier neben eigentlich, wenn es geht. Okay, 22 Sekunden, dass die das anderen machen.
Dann wollen wir, ja, da müssten wir gucken, was es da geht oder nicht geht, ne? Das müssen wir schauen. Was können wir hier denn bauen? Jetzt gerade nichts außer solche Sachen hier. Sphären, Pfeile könnten wir machen. Jetzt müsste man nur wissen, wie viele Pfeile haben wir. 63, das reicht, brauchen wir keine Pfeile bauen. Es wird aber dunkel. Wenn es dunkel wird, dann heißt das, wir müssen ein Bett haben. Hier haben wir noch gar kein Bett, ne? Können wir hier auch unser Bett bauen? Wolle fehlt uns einmal, um ein Bett zu bauen. Kriegen wir das hin? Ja, ne, oder? Na, hier ist keine Wolle jetzt da, oder wie sehe ich das? Ne. Shit. Das heißt, wir können das Bett jetzt nicht bauen. Das heißt, ich werde jetzt gerade ins andere Lager switchen. Schnellreise zum anderen Lager. Hierhin. Und werde eine Runde schlafen. Hier haben wir genug Wolle, ne? Komm, die nehmen wir gleich mal mit. Und wir können gerade mal gucken, was war hier für das. War das hier das Geschirr? Ich glaube ja, ne? Leder brauchen wir und Palladiumbruchstücke. Drei Stück fehlen uns da. Na super. Haben wir alles nicht hier? Drei Leder, aber dann fehlen noch drei. Bruchstücke können wir hier mal anschieben. Haben wir nicht möglich, keine Steine hier. Super, oder? Das bedeutet, hier sind Eier drin, die nehmen wir erstmal mit. Hier sind Beeren drin, die nehmen wir auch mit. Und dann würde ich tendenziell gerade erstmal gucken. Der pennt auf, ist auf unserem Bett, aber wir schlafen erst eine Runde, damit wieder Tag wird. So, das war es erstmal hier. So, wir gehen wieder zurück. Sollten wir noch was mitnehmen? Warte mal, wir können diesen Eierautomaten doch vielleicht hier bauen, oder? Ich weiß noch nicht wo. Ist der hier dran? Ne? Nee. Ist das unter Bauen der Automat? Da nicht. Da ist er. Palladium, Stoff und Stein. Stein haben wir nicht. Stoff, gehen wir hier mal gerade auf die Werkbank sagen. Ah, die ist besetzt. Die ist auch besetzt. Na super. Können wir hier noch was auswählen? Ne. Ist hier noch was? Hat auch keiner was gemacht. Shit. Das ist eine faule Bande, ne? Wie lange dauert es denn, wenn ich das selber mache? Geht schnell. Brauchten wir drei? Ich glaube, wir brauchten drei, ne? Und wollten wir bauen, diese Kiste hier, ne? Stoff. Ne, fünf brauchten wir. Das heißt, wir brauchen noch eine. So, nochmal auf Bauen gucken. Stein und Palladium. Drei Palladium. Geht jetzt hier was mit Stein? Nein, geht nicht, weil wir keinen Stein haben. Raus da. Gucken wir mal, dass wir den Stein kriegen. Wenn das schon hier keiner macht, muss ich das selber machen. Oh, wir können 400 tragen jetzt. Keine Ahnung warum, habe ich wieder nicht verstanden, ne? Ja, jetzt ist hier der Stoff auch noch da. Komm, dann nehmen wir den auch noch raus. Wie viel können wir da machen? 5. Das reicht ja, glaube ich. Können wir gerade gucken. Palladium 5. Palladium haben wir jetzt natürlich. Ist klar. Ne? Jetzt brauchen wir noch 30 Steine gerade. Dann holen wir gerade noch 30 Steine.
Und dann können wir dieses Ausbeutautomat bauen. Der ist ja auch ganz wichtig, denke ich, weil wir haben so viele Eier, da kriegen wir bestimmt ganz tolle Dinge raus, Pals. So, die Eierautomat-Brutstätte, ich würde sie auch hier hinter machen, glaube. So, Ei einsetzen. Na, kein Ei zu sehen, also müssen wir erst eins holen. Das war irgendwo in diesen Kisten, ne? Ich glaube in der linken von den zwei hier aneinander. Ein gewöhnliches Ei, etwas Sanftes, regt sich daran, legt es zum Ausbrüten in einen Brutkasten. Das ist ein Jumbo-Ei. Ein heißes Ei, ein düsteres Ei und ein zerfurchtes Ei. Ich glaube, ich nehme erstmal das Jumbo-Ei, weil ich glaube, da ist was Großes drin ist. Groß ist immer gut. Und blau, keine Ahnung, was es für einer ist, aber ich würde es hier reinsetzen wollen. Jetzt müsste man nur wissen, wie das funktioniert. Ah, da steht es. 30 Minuten bis zum Ausbrüten. Okay, das heißt, das ist nicht mehr in dieser Folge. Gut, das läuft. Wir wollten das Geschirr haben noch. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Dreadrand Halsband heißt es zwar, dafür brauchen wir Leder und Palladiumstücke. Ja, Leder ist jetzt gute Frage, ne? Das gibt es nur bei Palladiumstücke. Haben wir hier noch welche? Kriegen wir da nochmal 10 raus? Nur ein einzelner, na super. Nein, nicht Escape drücken. Reichte noch nicht, ne? Zwei fehlen noch. Das heißt, für einen müssen wir noch unterwegs sein und dann müssen wir noch Leder besorgen. Aber Leder, wo gab's Leder, ne? Wahrscheinlich bei irgendwelchen Pals einfangen. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob man da was kriegt. Ei und Chickpea-Fleisch. Okay, das war aber dann nicht das Richtige, ne? Ist klar. Bei wem kriegte man nur Leder? Das ist die Frage. Da gibt es bestimmt Wolle beim Lammbowl. Aber ich weiß nicht, ob wir Lammbowls noch brauchen. Ja, schade, schon drei Schlachter waren zwei zu viel. Man macht hier Yoga, ne? Die kriege ich nicht. Wenn ich jetzt die Armbrust nehme, habe ich verloren, ne? Weil die dann tot sind. Da habe ich rote Beeren gekriegt. Okay, das war's auch nicht. Hier ist noch Wolle. Also nicht die auf der Erde, sondern dieses, was hier rumläuft, das Wollknäuel. Aber ich kann die noch zum Arbeiten gebrauchen, glaube. Voll daneben, so ein Shit. Du kannst noch ins andere Lager zum in die Farm wahrscheinlich. Chicken brauchen wir nicht. Hier sind lauter Hühner. Also Hühner, wenn ich jetzt da, ne? Brauche ich nicht. Keine Ahnung, was die geben, aber wahrscheinlich habe ich gleich nur Schlamm. Und die hauen ab. Humus. Ich glaube, da können wir noch einen nehmen. Haben wir den einen denn gekriegt? Ja, glaube schon. Weil da rechts war gerade die Anzeige, ne? Da brauchen wir noch drei davon. Damit wir dann extra Punkte kriegen, ne? Sehe ich hier noch einen Gumus? Nee, ne? Was ist das hier? Ist kein Eingang, ne, oder? Ne, ist nur ein Schatten. Chiki. Pengolett. Vielleicht kriegen wir da Leder? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich ihn doch, oder? Ach, da fehlen auch noch zwei. Dann bist du noch dran, ne? Na, kommt auch wieder raus, oder? Ah, ne, doch nicht.
Einer fehlt jetzt nur noch von den Bingolets. Ist aber gerade keiner da, ne? Ist klar. Ah, den da unten, den können wir noch gebrauchen, bestimmt. Ja, haben wir. Oh, das war der 10. Das heißt, wir haben extra Punkte gekriegt. So, aber hier hinter ist nichts, ne, oder? Da ist noch ein Bu. Den brauchen wir noch. Den brauchen wir noch. Jetzt wird er mich noch hin. Der verarscht mich. So, vielleicht war das auch der letzte, den ich davon brauche. Aber vielleicht brauche ich da noch zwei von, weiß ich nicht mehr. Sehen wir jetzt gleich. Naja, da brauchen wir so noch drei von. So, das heißt, den können wir noch nicht einfangen, ne? Unterhaltsame Naturgewalt, Level 38. Der ist etwas zu groß noch, glaube ich. Läuft hier noch irgendwer rum, den wir gebrauchen können? Da ist noch ein Gummus. Oder auch zwei. Ne, Chicky-Bicky ist dahinter. Hähnchen, ne? Und einer fehlt mir noch und der ist hier. Dann haben wir da auch 10 von. Sehr gut. Komm schon. Drinne ist er. Und da vorne ist nur einer, den brauchen wir glaube ich auch noch, oder? Wenn er nicht wegläuft. Remis. Bin mir nicht sicher, aber wir können ja mal kurz gucken. Den haben wir wohl schon. Gummus ist da hinten. Da ist noch ein Gummus. Was ist da in der Kiste? Die oben auf jeden Fall. Wer weiß, was für coole Sachen da drin sind. Goldmünze, Brot, arktische Tracht, Bauplan 1x1. Wofür der Bauplan ist, habe ich immer noch keine Ahnung. Immer noch nicht nachgeguckt, vielleicht weiß es einer, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich glaube, wir gehen erstmal zurück. Wir können aber auch gerade in den Bauplan gucken. Was wollten wir bauen? Ach ne, wir brauchten nicht, wir wollten. Ne, weiß ich nicht mehr. Ach, Leder brauchten wir, ne? Ich glaube, das habe ich die ganze Zeit nicht gekriegt, oder? Kein Leder bei. Das ist schlecht. Leder, wer gibt Leder? Die da unten auf dem Ding ins Wasser da? Level 10 sind die. Und auf dem Wasser sind sie vielleicht gerade nicht so nützlich für mich. Gummus. Und sind da dafür welche? Ach, das sind hier die Foxys, ne? Die kriege ich so nicht. Kriege ich ja mal meine Armbrust mal raus? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Das ist auch ein Bug. Da war sie. Da ist sie. Habe ich den schon? Ich müsste den haben, oder? Kriege ich den auch? Den muss ich auch noch kriegen. Da fehlen mir tatsächlich noch zwei. War hier nicht gerade nur einer? Irgend so ein anderer? Ist hier runtergetaucht? Ah, die sind da hinten, ne? Was sind das für welche? Teefand. Teefand habe ich auch noch nicht genug. Ja, ich glaube, das hat nicht geklappt. Verschlossene Pfeile bringt, glaube ich, nichts. Ist das hier was Besonderes? Nein. Da ist auch ein Dungeon. Tja, das ist ja jetzt wieder eine gute Frage, was wir machen, ne? 74 Minuten. Höhle der sanften Hügel. Ist das gleiche wie eben. Das ist der zweite Eingang wahrscheinlich, ne? Aber ich glaube, wir machen erst einen Cut und machen das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.